Hallo ihr Lieben, vielleicht habt ihr es schon gemerkt, wir haben unseren Kanal umbenannt. Der hieß ja vorher 8 Beine, 8 Pfoten, 4 Hufe, Moving to Madeira. Das war zum einen ein wenig lang und kompliziert und zum anderen ist der Umzug jetzt auch abgeschlossen. Und deswegen haben wir gedacht, suchen wir uns jetzt mal einen neuen Namen aus. Und der Kanal heißt jetzt Viva Madeira. Und wir wollen euch jetzt einfach auch mehr Sachen zeigen, was wir so den ganzen Tag machen, was unsere Lieblingsplätze sind, einfach vom Leben auf Madeira. Und ja, es wird jetzt halt mehr Live-Content geben. Ich nehme die Kamera öfters mal mit einfach. Ich hoffe, das interessiert euch. Nichtsdestotrotz wird es jetzt noch zwei Videos geben vom Kellerumbau, weil da habe ich jetzt schon Videos gemacht, die schneide ich jetzt zusammen und lade die trotzdem noch hoch. Ja, also viel Spaß mit dem Kellerumbau-Video. So, der Umbau von der Garage hat endlich angefangen und die machen gute Arbeit. Die haben gestern erst angefangen und haben hier fast schon die Mauern fertig. Die Fenster sind schon komplett, haben die schon komplett rausgemacht. Nicht die Fenster, die Wanddurchbrüche. Die Treppe ist ja schon eine Weile drin, die habe ich gestrichen. Holz habe ich auch schon, das mache ich dann fertig, sobald die Fliesen drin sind. Muss eigentlich nur noch die Mauer hier fertig gemacht werden und die Laibung beim Fenster, bei den Fenstern, und dann ist schon eigentlich fertig. Ja. So sieht's aus. Endlich mal jemand, nachdem ich über ein halbes Jahr gewartet habe und niemand gekommen ist und ich immer wieder vertröstet worden bin, habe ich jetzt welche gefunden. Vor 2 Wochen. Die haben jetzt auch sofort angefangen und immer innerhalb von 2 Tagen hier fast alles fertig gemacht. Und es war ein Riesenakt hier, die Wände rauszubrechen. Nicht nur, dass das hier fetten Steine vorne dran sind. Hinten dran war halt alles Beton. Aber jetzt. Und die haben schon beim anderen Haus angefangen zu streichen. Also das läuft parallel und dürfte wahrscheinlich alles in der Woche fertig sein. So, in der Garage geht es jetzt endlich weiter. Jetzt ist es fast keine Garage mehr. Also nur noch das Stück hier. Das ist dann fürs Auto. Hier kommt ein Fenster rein. Türen sind schon drin. Ich mach mal Licht an, dass man was sieht. Und es ist gefliest. Türen sind eigentlich auch schön geworden. Ein bisschen Schepp am Boden. Aber das liegt daran, dass der Boden schief ist. Wir haben hier, ab hier, haben die den Boden mit einer Neigung gemacht, dass das Wasser ablaufen kann. Aber ich weiß auch nicht, warum hier Wasser in der Garage sein soll. Das Auto wäscht man nicht in der Garage, sondern davor. Auf jeden Fall sieht man das hier an dem Sockel, dass er immer breiter wird, weil der Boden sich ab hier neigt. Das ist ein bisschen doof. Aber
Also, und hier kommt dann Schlafzimmer hin. Hier mache ich so einen Raumtrenner rein, hier in diesen Dings. Dann haben wir hier Schlafzimmer. Und hier ist Bad, da ist jetzt auch schon die Tür drin. Cool. Hier kommt dann die Treppe hoch. Die Stufen muss ich da noch dran machen, die liegen hier drunter. Und hier kommt dann Küche. Und hier ist so ein Wohnzimmer mit Fernseher, Playstation und so Zeugs. Hier wollte ich einen Billardtisch hinstellen. Und hier dann so ein Essbereich und die Fenster. Ich glaube, Montag werden die fertig. Also nicht die Fenster, aber die Arbeiter mit den. Schon vermackt. Mit den Fensteröffnungen. Gucke ich jetzt mal von außen an. Und dann kann ich nämlich am Montag den Fensterbauer bestellen. Dass der da Fenster reinmacht. Sehen, wie weit die gekommen sind. Okay. Ja, das haben sie jetzt verputzt. Okay, bin ich mal gespannt. Das müssen sie ja noch gießen hier, aber das läuft ja dann da unten raus. Wie sie das machen wollen. Naja, mal abwarten. Die Frage ist jetzt, was sie da oben hin machen. Naja, Montag wird es wahrscheinlich fertig. Okay, das war's. Für heute.